Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billion. Oha, da ist gerade Feuerwerk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Billionaire. Ich esse einfach Feuerwerk. Ich bin gerade in Thailand angekommen. Wir sind heute geflogen von München nach Phuket über Dubai. Der Flug, der war ziemlich cool. Der war ziemlich cool, aber auch lang. Ich habe den ganzen Tag gevloggt. Ich habe Einblicke gezeigt. Wir sind nämlich Business Class geflogen mit dem A380 mit Emirates. Das ist ein ziemlich cooler Einblick. Also schaut euch das gerne an. Das Video kommt morgen. Genau, und die Tour von dieser Unterkunft hier, wir haben eine richtig coole Unterkunft, die werde ich auch dann morgen abdrehen und die kommen dann übermorgen auch als Video hoch. Und ja, jetzt mache ich nochmal ein kurzes Video und ich wollte einfach mal über ein Thema sprechen, das mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Ich weiß, für viele ist es nicht interessant, deswegen ihr müsst euch auch nicht anschauen, ihr könnt einfach weitergehen zum nächsten Video, morgen wird es dann interessant. Aber ich wollte einfach mal kurz über das Thema Dankbarkeit sprechen, weil es ist jetzt schon so, dass das hier echt eine krasse Reise ist, die wir machen. Ein Monat Thailand, wir machen das jetzt zum dritten Mal, wir waren schon zweimal in Thailand. Wir waren vor erst einem Monat in Dubai, wir waren auf Ibiza 2 Wochen letztes Jahr, in der Karibik, in London und ja, nach Thailand werden wir auch nach Tokio gehen für 2 Wochen. Also wir sind echt richtig viel am Reisen und da ist es halt immer wichtig, dass man trotzdem dankbar ist für alles, weil das vergessen die wenigsten, die sind einfach nicht dankbar, die sehen das alles als selbstverständlich an und ich glaube, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, dass Dankbarkeit auch ein sehr großer Schlüssel zum Glücklichsein ist. Wer das alles nicht mehr schätzen kann, für den hat es auch keinen Wert. Also, und wenn es keinen Wert hat, dann ist man nicht glücklich damit im Leben. Das beste Beispiel sind immer Leute oder Kinder von extrem reichen Menschen. Also wenn die extrem reich aufwachsen und von ihren Eltern, also das geht nicht nur darum, dass die Eltern reich sind, sondern es geht darum, dass die einen auch alles ermöglichen, was man will. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das will, dann kaufen mir die Eltern das. Wenn die Eltern alles kaufen, dir das luxuriöseste Leben überhaupt ermöglichen, dann ist es kurzfristig ja irgendwie cool. Aber wenn man halt so aufwächst, dann kann man das Geld einfach nicht mehr schätzen, weil das einfach von Anfang an schon da war. Und dann hat es auch irgendwie keinen Wert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen finde ich das auch viel cooler, wenn man sich erarbeitet, wenn man sich das erarbeitet, weil dann kann man das viel sehr zu schätzen, weil dann ist man den Weg gegangen. Ich habe ja letztens schon mal über ein Video über Ziele gesprochen und dass es wichtig ist, dass man immer wieder neue Ziele hat und immer wieder neue Dinge erreicht, weil es gibt niemals einen Zustand, wo man sagt, hey, jetzt habe ich das erreicht, jetzt ist mein Leben toll, jetzt geht es mir gut, sondern es geht immer wieder darum, dass man sich weiterentwickelt, dass man neue Ziele erreicht. Progress is happiness, das hat Tony Robbins gesagt, das ist ein ziemlich cooles Zitat und ich finde, also dieser Satz allein, Progress is happiness, also Fortschritt ist Glück, der beschreibt eigentlich das Leben schon relativ gut und daran sollte man sich auch halten und es zeigt halt einfach, egal welches Ziel es ist, sobald du es erreicht hast, ist es geil, aber du brauchst einfach immer ein nächstes Ziel und da geht es natürlich nicht immer um Geld, es geht jetzt nicht darum, dass man immer mehr Geld hat und immer mehr Erfolg hat, sondern es geht auch um andere Sachen, also man kann zum Beispiel das Ziel haben, hey, jetzt möchte ich erstmal reich werden, dann bin ich reich und dann kann ein anderes Ziel oder das kann auch nebenher laufen, zu sagen, hey, ich will eine Familie gründen, ich will Kinder großziehen und das ist auch ein ganz großes Ziel von mir. Ich will auf jeden Fall Kinder haben. Wahrscheinlich viel zu viel. Wenn ich sage, wie viele Kinder ich will, dann denken die meisten, was ist mit dem los? Spinnt der? Deswegen sage ich es mal lieber nicht. Aber mein Ziel ist, sehr viele Kinder zu haben. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit. Da bin ich noch ein bisschen zu jung mit meinen 25, finde ich. Genau, und das wollte ich halt einfach mal sagen, dass das irgendwie wichtig ist, dass man immer weiterkommt im Leben, Ziele, neue Ziele hat, das ist das Allerwichtigste. Und vor allem, dass man einfach die Dinge, die man hat, einfach schätzt und weiß, dass sie nicht selbstverständlich sind. Und das ist echt ganz wichtig. Und das machen, glaube ich, viele nicht. Und das können auch einfach so leichte Dinge sein. Das ist jedes Mal, wenn wir essen gehen und wir haben einfach eine geile Mahlzeit, es schmeckt gut, wir werden satt. Und dann gibt es andere Menschen auf der Welt, die haben einfach gar nichts und können nicht essen, die verhungern. Das ist dann schon krass. Also dann sollte man auf jeden Fall dankbar sein. Ob man da jetzt sein Leben dann deswegen einschränken sollte, ist nochmal eine andere Sache. Sehe ich nicht ganz so. Viele sagen dann immer, hey, also du kannst ja doch nicht ganz viel Geld ausgeben, wenn andere gar kein Geld haben. Das ist unmoralisch. Das sehe ich nicht ganz so. Das Geld hat man sich ja schließlich auch irgendwie erarbeitet. Klar hat man selber andere Chancen gehabt, vielleicht als andere. Aber damit ist halt auch nichts getan. Also wenn ich jetzt einfach aus moralischen Gründen so sage, ich lebe nicht mein Leben, sondern halt mich zurück, weil irgendwie andere Menschen es auch nicht machen können. Das finde ich den falschen Ansatz. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich einfach immer wieder klar macht, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass es auch Menschen gibt, die das nicht zu schätzen wissen. Also in anderen Worten, man sollte am Boden bleiben
Und ja, ich glaube, je schneller der Erfolg kommt, desto schwieriger ist es auch am Boden zu bleiben. Ich glaube, jeder hat irgendwie mal die Phase, wo er einfach hier den ganzen Erfolg ausleben muss, um dann irgendwann zu erkennen, dass das am Ende gar nicht die Erfüllung ist. Und das ist es auch nicht. So weit bin ich auch schon in meinem Leben, zu wissen, dass materielle Dinge überhaupt nicht die Erfüllung sind. Ich habe nicht mal das Interesse, mir irgendwie ein Auto zu kaufen. Klar, ich finde Unterkünfte cool und wenn ich mit der Business Class fliege, das finde ich cool, aber ich habe nicht mal das Interesse, mir irgendein teures Auto zu kaufen. Heißt natürlich nicht, dass ich es nicht machen würde irgendwann. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, man muss es trotzdem selber erleben, dass Geld jetzt nicht das Leben, also Geld macht das Leben besser, ja, aber Geld ist nicht Sinn des Lebens, weil das denken ja viele, die denken, hey, wenn ich Geld habe, dann ist mein Leben toll, das sind alle Probleme weg. So ist es nicht. Also wenn du unglücklich bist ohne Geld, dann wirst du mit Geld auch unglücklich sein. Und das ist halt das Problem. Viele denken immer, hey, wenn ich reich bin, dann bin ich auf einmal glücklich. Und nein, so ist es nicht. Und ja, ich bin jetzt Gott sei Dank an einem Punkt, wo ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass mich das Geld allein nicht glücklich machen wird. Ich weiß, dass da oben, was da oben drin ist, das ist wichtig. Meine Persönlichkeit, wie ich denke, wie ich bin, das ist ganz wichtig. Oder die Person, die ich werde, das ist viel wichtiger. Und Geld hilft natürlich einfach, das Leben ein bisschen besser zu genießen. Aber das macht nicht glücklich. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder muss trotzdem durch diese Phase durch. Auch ich. Je mehr Geld man hat, desto mehr gibt man einfach aus und man kauft sich materielle Gegenstände. Werde ich mit Sicherheit auch machen, auch wenn es mich nicht so sehr interessiert. Aber man muss einfach durch diese Phase durch, um wirklich zu verstehen, dass das nicht die Erfüllung im Leben ist. Ich habe nur das Gefühl, manche Menschen, die verstehen das überhaupt nicht. Also die... Da steht gerade der Simon am Fenster und schaut mich an. Ja. Nee, also was ich sagen will, ich glaube, manche Leute verstehen das einfach nicht. Die versuchen 10 Jahre lang durch das Geld irgendjemand zu sein, der die nicht sind und checken gar nicht, dass das eigentlich gar nicht die Erfüllung ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man selbst reflektiert ist und wirklich gucken kann, hey, macht mich das gerade glücklich? Was will ich eigentlich im Leben? Und deswegen habe ich auch in einem anderen Video gesprochen, Selbstreflexion ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass du einfach selber guckst, was willst du im Leben? Was hast du erreicht? Was willst du erreichen? Verfolgst du deine Ziele und nicht einfach irgendeinem Traum nachverfolgst, der dich am Ende gar nicht glücklich macht. Ja, in dem Sinne ein bisschen, was ich gerade so gedacht habe. Kein besonderes Video heute. Aber Leute, seid gespannt. Morgen geht's wirklich los und dann gibt es hier ein paar richtig geile Vlogs aus Thailand. Und in dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis morgen.